Hallo und herzlich willkommen auf der IFA 2012. Auch dieses Jahr geben sich hier in Berlin wieder diverse Hersteller aus der Elektronik-, Unterhaltung- und Mobilfunkbranche ein Stelldichein und zeigen ihre neuesten Produkte. Wir möchten euch heute zeigen, was es in dem Mobilfunkbereich alles so an Neuerungen gibt. Ja, hallo hier bei uns bei HTC. Wir halten ganz klar die One-Serie bei uns hier im Fokus. Überragende Kamera, spektakulärer Sound bleibt bei uns auch im zweiten Halbjahr im Zentrum der Botschaft. Neu vorgestellt haben wir das Desire X. Hier gehen wir im Mittelklassebereich denselben Weg, sagen überragende Leistung, spektakulärer Sound und versuchen mit einem 4 Zoll Display, mit einer tollen Kamera eben im Mittelklassebereich auch die beste Leistung abzuliefern. Wir haben hier das neueste Betriebssystem, Ice Cream Sandwich ist drauf, zusammen mit Sense in der neuesten Version. Wir haben eine 5-Megapixel-Kamera mit einer 2.0er-Blende, mit einer überragenden Zeit im Autofokus und ganz klar, ganz wichtig, Beats Audio wieder mit dabei, auch im Mittelklassebereich, um einfach den besten Sound, den fettesten Bass zu bekommen. Und somit für 299 haben wir da eine unverbindliche Preisempfehlung, wirklich auch eine tolle Leistung abzuliefern. Hier ist jetzt das Desire X, wie gesagt, mit Sense in der neuesten Variante und selbstverständlich auch hier mit Beats. Das heißt, absolut der beste Sound mit den entsprechenden Kopfhörern und natürlich auch einer überragenden Kamera an der Stelle, so wie man es von uns kennt. Das Schöne ist bei HTC, egal welches ich nehme, ob das jetzt die One-Serie ist oder X-Serie ist, an der Benutzerführung ändert sich gar nichts und ich habe immer den gleichen Komfort und die gleichen Funktionen. So, wie es eigentlich sein soll. Neu ist jetzt auch HTC Connect. Das ist eine Art Zertifizierung, eine Art Stempel von uns für andere Hersteller von Audio, von Hi-Fi oder auch von TV-Produkten, die zertifiziert werden, sage ich im weitesten Sinne, von uns, um mit Bluetooth, mit WLAN, mit DLNA unsere Inhalte zu übertragen und dadurch auch sagen, mit denen funktioniert es reibungslos. Partner ist an der Stelle Pioneer, der bereits 3 Boxen, WLAN-Boxen auf den Markt gebracht hat und die sind eben, wie gesagt, HTC Connect zertifiziert.